Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck. ExxonMobil, gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt. Zuvor aber noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, legen wir los. Aber erst kurz zur Dividendenrendite: Die liegt aktuell bei 6,4%. Jetzt zum Dividendencheck: Das erste Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Hier haben wir aktuell einen Wert von 131%. Das ist natürlich ziemlich schlecht, denn aktuell scheint die Dividende aus der Substanz ausgeschüttet zu werden und deshalb gibt das natürlich einen Minuspunkt. Dann zum zweiten Kriterium: Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Hier sieht es noch schlechter aus. Natürlich vor allem aufgrund des Ölpreiscrashs. Denn hier ist der Wert momentan bei 580% bezogen auf den Free Cashflow. Und das gibt auch einen Minuspunkt. Dann zum dritten Kriterium: Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Hier gibt es Positives zu berichten bei ExxonMobil, denn in den letzten 10 Jahren ist die Dividende angestiegen und zwar von 1,74 Dollar auf 3,43 Dollar je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine Dividendenkürzung. Deshalb gibt es hier einen Punkt. Dann zum vierten Kriterium: Hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? In der Finanzkrise, also kurz vorher bis kurz danach, ist die Dividende ebenfalls angestiegen und zwar von 1,37 Dollar auf 1,74 Dollar je Aktie. Auch hier gab es keine Dividendenkürzung und deshalb gibt es hier auch einen Punkt. Dann zum fünften Kriterium: Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Laut den Schätzungen soll die Dividende leicht ansteigen sogar, trotz des Ölpreiscrashs, und zwar von 3,43 Euro auf 3 Euro, auf nicht, sorry, von 3,43 Dollar auf 3,49 Dollar Aktie, so jetzt haben wir es. Also die Dividende soll laut aktuellen Schätzungen leicht ansteigen. ExxonMobil möchte anscheinend hier trotz der Krise die Dividende leicht anheben, aber das kann sich natürlich noch ändern. Mal schauen, was das Jahr noch bringt, aber aktuell schätzen die Analysten, dass die Dividende leicht ansteigen soll und deshalb gibt es hier einen Punkt. Dann zum letzten Kriterium: Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im aktuellen Jahr? Und hier soll der Gewinn laut aktuellen Schätzungen fallen. Genau genommen soll es einen Verlust geben aufgrund der aktuellen Krise. Und zwar soll der Verlust dieses Jahr betragen auf Basis der aktuellen Schätzungen 1,03 Dollar je Aktie, nachdem es im letzten Jahr einen Gewinn gab von 3,36 Dollar. Und aufgrund dieser schwachen Prognose gibt es hier von mir einen Minuspunkt. So, damit sind wir auch beim Endergebnis angelangt und hier holt ExxonMobil in meinem Dividendencheck insgesamt 0 Punkte von 6 maximal möglichen Punkten. Und in meiner Sicherheitscheckampel landet die Aktie auf der zweitschlechtesten Stufe momentan. Und unterm Strich kann man sagen, dass die Dividende momentan doch eher unsicher zu sein scheint. Zumindest laut meinem Dividendencheck. Und in meiner Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meiner zweiten Videoserie, also in meinem Dividendencheck, da landet die Aktie momentan
auf dem 44. Platz, zusammen mit Imperial Brands. Die haben auch 0 Punkte geholt. Und insgesamt habe ich bis jetzt 50 Aktien analysiert in meinem Dividendencheck. Dann sind wir auch am Ende angelangt. Und zum Abschluss noch der Hinweis: Mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zur Dividende der Aktie anhand der 6 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut.